Herzlich willkommen zum European Circle. Heute im Studio begrüße ich Luisa Maria Schweizer von European Alternatives. Das ist eine lose Gruppe von Menschen, die zwar nicht in Parteien organisiert sind, aber trotzdem Einfluss nehmen wollen. Und sie haben eine ganz besondere Sicht auf Europa. Sie waren schon mal im Europäischen Parlament und heute wollen wir sie ein bisschen kennenlernen. Hallo. Hallo. Freue mich sehr. Wer oder was steckt denn eigentlich genau hinter European Alternatives? European Alternatives ist eine transnationale Nichtregierungsorganisation, die mittlerweile vor 7 Jahren in London gegründet wurde. Und zwar aus der Kritik heraus, die auch heute immer noch die Basis unseres Arbeitens ist, dass es ein generelles demokratisches Defizit in Europa gibt, dass es zu wenig Einflussmöglichkeiten gibt, zu wenig Transparenz innerhalb der Entscheidungsprozesse und dass wir zwar im Rahmen der Krise im Moment in der Lage sind, dass Europa sehr, sehr breit diskutiert wird, aber eben immer in dieser Krisenmetapher und es gibt eigentlich keine wirkliche zivilgesellschaftliche Auseinandersetzung, die eventuell auch noch politische und künstlerische Diskurse zusammenbringt und integriert. Was war denn der Anlass damals? Der Anlass war eben genau diese Kritik, die ich genannt hatte. Das war es in London passiert, was ja ein Ort ist, an dem Europa nochmal sehr spezifisch, in Großbritannien nochmal sehr spezifisch verhandelt wird, sehr kritisch gesehen wird. Und dort fanden sich damals zwei junge Studenten von 20 Jahren, der eine war 20, der andere 21, zusammen und sagten, es wird so oft gemotzt und so oft diskutiert, aber im Endeffekt packen wir gar nichts an. Wir müssen sozusagen einen Raum schaffen, an dem neue Konzepte von Europa verhandelt werden können. Diese beiden jungen Männer hatten damals ein erstes London Festival of Europe ins Leben gerufen. Das war also ein Festival, was ganz stark auch mit künstlerischen Elementen gearbeitet hat, um wirklich einen Raum zu geben, Leute aus ganz Europa zusammenzubringen und über neue Konzepte, neue Strategien des Mitspracherechts zu sprechen. Und daraus haben wir uns zu einer heutzutage recht großen Organisation entwickelt. Wie groß ist sie denn und wie ist es dazu gekommen? Also wie wurde sozusagen die Bewegung so groß von zwei Menschen zu? Man merkte relativ schnell, dass natürlich aufgrund des Anspruchs dieses Festivals und der anfänglichen Arbeit eine ganz klare Konsequenz ist, dass wir uns transnationalisieren. Das heißt, dass wir aus London herausgehen und auch sozusagen diese sehr internationale Stadt natürlich und europäische Stadt verlassen hin zu einer wirklichen Einbeziehung und einer dauerhaften Einbeziehung von Aktivisten, die in verschiedenen europäischen und nicht-europäischen Ländern arbeiten. Mittlerweile, also das fing dann so an, dass dieses Festival zuerst in 4 Städten in Europa stattgefunden hat, dann in 12, im vergangenen Jahr in 15 Städten. Aktuell haben wir 12 Orte, an denen Aktivistengruppen aktiv sind. Das ist in Europa wie auch außerhalb von Europa. Wir kooperieren mittlerweile auch zum Beispiel in dem Projekt Transnational Dialogues mit China und mit Brasilien, wie auch mit Nahost. Wir haben ein mehr oder weniger loses Netzwerk, wie das vorhin angesprochen wurde, von ungefähr 1.100 Aktivisten und 9 Menschen, die bezahlt für European Alternatives arbeiten. Und das passiert von 3 Büros aus in Paris, Rom und in Berlin. Dadurch, dass wir aber uns sehr stark als Plattform verstehen, auf der sich auch verschiedene Institutionen und Organisationen zusammenfinden, ist natürlich das Spektrum an Leuten, das wir erreichen, riesig. Und wir arbeiten ganz viel mit der Multiplikatorenfunktion anderer Organisationen zusammen. Es scheint so zu sein, riesig, aber auch sehr unterschiedlich. Was macht ihr denn konkret? Gibt es da Projekte oder wie wird das immer fortgeschrieben? Also was ich vorhin schon angesprochen hatte, was sich aus diesem London Festival of Europe entwickelte, das ist das Trans-Europa Festival, was dadurch, dass es unser ältestes Projekt ist, auch wirklich so eine Art Flagship-Projekt der Organisation ist, wo wir ein Festival parallel in verschiedenen europäischen Städten stattfinden lassen und durch ganz verschiedene innovative Formate, also wir versuchen wegzugehen von dieser klassischen Diskussionsrunde, in der der Zuschauer eigentlich nur Zuschauer ist und keinen direkten Einfluss hat, sondern wir arbeiten im Rahmen dieses Festivals ganz viel mit zum Beispiel Performance, mit Theater, mit Living Libraries, das heißt, dass wirklich Geschichten angezapft und geteilt werden.
Das ist ein Format, was wir durchführen. Dann verstehen wir uns sehr stark als Bürgerrechtsorganisation. Das heißt, wir haben eine der ersten europäischen Bürgerinitiativen ins Leben gerufen. Das war die 13., glaube ich, die letztes Jahr startete, und setzten uns im Rahmen dessen ein für Medienvielfalt und Medienpluralismus in Europa. Ein Thema, was in Deutschland noch sehr wenig verhandelt wird, was aber, gerade wenn man sich die Situation in Großbritannien oder auch in Osteuropa anguckt, ein unglaublich brisantes Thema ist, was ganz starken negativen Einfluss auf die Menschenrechtssituation der Meinungsfreiheit nimmt. Vielleicht unser spannendstes Projekt, an dem wir im Moment arbeiten. Ich sagte vorhin, dass wir uns auch als eine Art Plattform- und Multiplikatorenprojekt verstehen, ist das Projekt mit dem Titel Citizens Pact. Das findet man auch auf der Plattform Citizens Pact EU. Da haben wir innerhalb der letzten 3 Jahre mit verschiedenen Aktivisten, Organisationen, Bürgerinitiativen aus ganz Europa einen Themenkatalog entwickelt, haben sozusagen geguckt, was wäre euer Manifest für ein demokratischeres Europa, was ist die Stimme der Bürger an Europa, was muss in Brüssel tatsächlich konkret umgesetzt werden. Haben also diese Themen generiert, die sehr, sehr breit sind. Also wir verstehen uns auch ganz grundsätzlich nicht als eine Organisation, die zum Beispiel sich ausschließlich mit Asylpolitik oder ausschließlich mit Umweltproblematiken beschäftigt, sondern wir sind schon, haben die Auffassung, dass der Bürger sozusagen die europäischen Herausforderungen in seinem Alltag eigentlich alle wiederfindet und insofern auch zu einem mündigen Bürger werden kann in der Auseinandersetzung mit einer Themenvielfalt. Und das sind jetzt also sowas wie ein Manifest ist geschrieben worden? Genau. Dieses Manifest ist geschrieben worden, ist auch einsehbar auf der Webseite, auf fast allen der beteiligten Sprachen. Ist, wie gesagt, in einer großen Themenvielfalt. Es geht von Roma-Rechten über Netzfreiheit, über LGBT-Recht, Medienfreiheit, Asylpolitik. Das ist einsehbar. Und in einer zweiten Konsequenz sozusagen dieses Prozesses haben wir dieses Manifest, was wir verschriftlicht hatten, zunächst im Europaparlament vorgestellt, um tatsächlich das an die Entscheidungsträger zu bringen und dort zu diskutieren und auch die Politiker aufgefordert, sich dazu zu verpflichten, diese Forderungen umzusetzen in der Legislaturperiode. Aber was für uns ein fast viel wichtigerer Schritt war, wir haben dieses Manifest auch zurückgegeben an die Bürger. Das heißt, wir haben in einer Caravans-Tour, also wir sind mit 6 Wohnmobilen und Bussen auf Routen durch Europa gefahren und haben die Places of Struggle besucht, haben also geguckt, wer beschäftigt sich wo mit Anti-Fracking, wer ist in Südspanien aktiv in einer Initiative gegen Jugendprekarität. Haben sozusagen unsere Themen dort nochmal vor Ort verhandelt und haben gleichzeitig so eine Art Mapping betrieben von Organisationen, die in Europa zu verschiedenen Themen arbeiten, um die dann wiederum zusammenzuführen, Kräfte zu bündeln, zu vernetzen und eine wirklich starke europäische Stimme zu formieren. Ja, sodass sich möglichst viele Menschen überhaupt damit beschäftigen, ganz genau, darüber reden, Gehör finden, sich wiederfinden können, auch in der Vielfalt, genau, die wir haben, so wie ich das verstanden habe. Was würden Sie sagen, was ist der größte Erfolg gewesen bis jetzt? Der größte Erfolg der Organisation ist, glaube ich, tatsächlich das Trans-Europa-Festival, was auch in vielen Fällen sehr gut ausgezeichnet wurde. Also wir haben mehrere große Preise dafür erhalten. Ich glaube, persönlich würde ich tatsächlich sagen, ist dieses Ganze, alles, was sich um diesen Citizens Pact herum strickt, der größte Erfolg, weil der auch tatsächlich dem Anliegen der Organisation am nächsten kommt, also wirklich ein Empowerment, was von unten stattfindet und auch eine Bündelung von kleinen Bewegungen, die vielleicht noch gar nicht wissen, dass sie eigentlich europäisch arbeiten. Ne? Das heißt, wenn sich eine Anti-Fracking-Organisation irgendwo in Polen engagiert, dann tut sie das erstmal sehr, 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 sehr lokal. Das ist aber im Endeffekt ein sehr, sehr europäisches Thema, was gar nicht gelöst werden kann, wenn wir es nicht europäisch angehen.
und dass Strategien ausgetauscht werden, dass Expertenwissen ausgetauscht werden kann. Das ist vielleicht für mich der größtmöglichste Erfolg, den wir in den letzten Jahren erreichen konnten. Trotzdem würde mich auch interessieren, was war denn eigentlich die Reaktion der Politik im Europaparlament zum Beispiel? Was kam da zurück? Spannenderweise ist die Reaktion sehr gut. Ne? Ich erfahre das als Aktivistin immer wieder, dass wenn ich sage, ich engagiere mich für Europa, dann klatschen ältere Herren in die Hände und sagen, ja, weil wir mussten noch den Pass zeigen, als wir über die Grenzen fuhren. Ich versuche dann immer zu erklären, dass ich mich für ein ganz anderes Europa einsetze. Ne? Ich bin irgendwie in einem ganz anderen europäischen Selbstverständnis aufgewachsen. Interessanterweise ist das so, dass ja von Seiten der EU, es gab, ich glaube, 2010, mal dieses Weißbuch des europäischen Regierens, in dem ganz klar festgeschrieben wurde, wir müssen eigentlich Kompetenzen auch auslagern. Das heißt, wir müssen auch viel mehr Nichtregierungsorganisationen fordern, die unsere Themen verhandeln, die unsere Themen irgendwie in die Öffentlichkeit bringen, weil die EU an sich ja gar keine Öffentlichkeit hat. Also Europa sozusagen nach Europa bringen, zu den Menschen. Ganz genau. Und nicht irgendwo verhandeln ganz lassen. Ganz genau. Und ich glaube, da haben wir bei aller, oder aufgrund der Kritik, die ich trotz meines Engagements an der Situation in Brüssel habe, dass es nämlich einfach sehr, sehr, dass die Entscheidungsfindung sehr intransparent ist, dass es wenig Identifikationspotenzial gibt. Ich glaube, da erfüllen wir als Nichtregierungsorganisation eine ganz, ganz wichtige Rolle und auch eine gewisse Schnittstellenfunktion, die eigentlich von beiden Seiten sehr, sehr gut angenommen wird. Hört sich super an. Wer mitmachen möchte bei Marie-Louisa Schweizer, der könnte einfach zu den European Alternatives ganz mal genau gucken. Mhm. Und dann ist man sofort eingeladen, mitzumachen. Ganz genau. Wunderbar. Wir freuen uns über alle. Das glaube ich, das hörte sie auch so an. Also egal, wohin man driftet, die Europäer können sich da mal ein bisschen umgucken. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal.